Christi, immer mehr Menschen sind auf der Reise zu sich selbst, wegen einer Persönlichkeit weiterentwickeln, suchen nach dem Sinn des Lebens, wollen generell Fortschritte erlangen. Und ich gebe dir in dem Video 6 Tools, die du in deinen Alltag integrieren kannst und die wo einen riesen Unterschied machen werden. Natürlich nicht von einem Tag auf den anderen, aber auf ein Jahr gesehen werden die alles verändern. Und ich kann das deswegen mit so einer absoluten Gewissheit sagen, weil ich es genauso wende. Seit 3 Jahren und seitdem sich alles zum Besseren verändert hat. Schön, dass du die Zeit nimmst. Wieso streben immer mehr Leute generell nach Sinn? Man sagt, wir haben es ja 1000 vom Bewusstsein. Ja? Leute fragen, wie wird was hergestellt, wo kommt es her, wer bin ich eigentlich, was ist meine Aufgabe. Immer weniger Leute haben Bock, 9 to 5 zum Arbeiten in irgendeinem großen Konzern, wo es eine Nummer sind, wo es keinen Sinn dahinter sehen, auch keine Perspektiven haben. Und man merkt es ganz deutlich an vielen Sachen. Immer mehr Menschen hören auf, Fernsehen zum Schauen. Immer mehr Menschen gehen auf Seminare. Immer mehr Menschen, ja, führen mal wieder gute Gespräche und schauen, dass weiterkommen, ne? Und wollen sie selber zur besten Version machen. Und da möchte ich dir jetzt 6 Tipps an die Hand geben. 6 Tools, 6 Strategien, die wo die ja auf deinem Weg begleiten können und die ja erfolgreicher und zufrieden machen können. Um das geht's am Ende des Tages. Strategie 1 ist, lesen statt glotzen. Das hat bei mir alles verändert, wo ich angefangen habe, statt stundenlang Fernsehen zu schauen, einfach mal Bücher zu lesen. Und Bücher, die wo meiner persönlichen Entwicklung und meine Ziele zuträglich sind und jetzt nicht irgendwelche Groschenromane. Ich habe auf dem Kanal schon öfter was über Lesen gemacht, kannst du mal durchschauen. Coole Tipps geben auch, wie man schneller lesen kann und so. Und wieso ist das so elementar? Immer wenn du ein Buch liest, liest du nicht ein Buch, sondern du liest die ganze Meinung von dem Autor, die ganzen Seminare, was der besucht hat, die ganzen Praxiserfahrungen, was er gemacht hat und alle Bücher, Blogbeiträge und ähnliches, was der zu einem bestimmten Thema gelesen hat, fasst er in seinem Buch zusammen. Und deswegen sucht er erstens mal Themen aus, die wo die weiterbringen bei deinen Zielen und sucht er Autoren aus, die wo tatsächlich was erreicht haben. Keine IHK-Trainer, die wo theoretisches Wissen haben, sondern Leute, die was praktisch erlebt haben. Das ist sehr, sehr gut. Ich möchte mal ein Buch sagen zum Thema Finanzen, was ich empfehlen kann. Rich Dad, Poor Dad zum Beispiel. Und statistisch gesehen verbringt der Deutsche zwischen 3 und 4 Stunden, ne, in Social Media und am Computer und vom Fernseher. Statt, dass du dir so Trash-Talk reinzirkst, Bad News reinzirkst, ätzende Sachen, über was Leid schlecht geht, kriegt Gewalt rein, sagst, kannst du stattdessen jeden Tag eine halbe Stunde lesen. Es ist mir am Anfang nicht leicht gefallen, das zu integrieren, weil ich negativ belegt war zum Thema Lesen. Aber wo ich es mir dann mal 3 Wochen durchgezogen habe, ist Standard geworden. Also lies jeden Tag eine halbe Stunde, das macht einen riesen Unterschied aus. Und ich weiß, der eine oder andere sagt, ja, aber wo soll ich die halbe Stunde hernehmen? Ich darf es vom Fernsehen oder von Social Media wegkürzen, aber du kannst es aufteilen. Du kannst 10 Minuten in der Früh lesen oder in der Bahn lesen. Du kannst in der Mittagspause 10 Minuten lesen und vorm Schlafen geht 10 Minuten lesen. Und auf ein Jahr gesehen macht es wieder einen riesen Unterschied aus. Vielleicht liest dann nur 20 Minuten auf 3 mehr aufteilt, bist schon bei einer Stunde. Dann geht richtig was weiter. Wenn du eine Stunde am Tag liest, liest du ungefähr 50 Bücher im Jahr zu einer gewissen Branche, zu einem gewissen Sachverhalt. Dann bist du Fachmann. Also das kann ich nur sagen, lesen statt glotzen. Mega wichtig. Und ich habe jetzt kürzlich ein neues Tool entdeckt, das möchte ich dir da auch nochmal sagen, wo sehr zeitsparend ist, Blinkist. Da kannst du bei der Premium-Version für 79 Euro im Jahr hunderte oder tausende Bücher auf 15 bis 20 Minuten zusammengefasst, einerseits die Zusammenfassung lesen, andererseits bei der Premium-Version die Zusammenfassung per Audio. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, jeden Tag ein Buch zusätzlich noch zu hören. Also es macht einen riesen Unterschied. Und das kann ich dir nur empfehlen, weil dann wärst du Fachmann und Fachmann wird auch Zeit wie ein Fachmann. Punkt 1, lesen statt glotzen. Punkt 2, mach dein Auto oder wenn du in der Öffentlichkeit unterwegs bist, zur fahrenden Universität. Das heißt, lies Hörbücher an, hör Audios an, um die auch weiterzubringen.
Und vielleicht auch nicht gerade den neuesten Harry Potter, sondern irgendwas, was dir deine Ziele halt näher bringt, über Verkauf, Marketing, über irgendwas, ich kenne deine Ziele nicht, was dich weiterbringt. Und so kannst du die Zeit auch sehr, sehr effizient nutzen. Also ich habe unzählige Hörbücher, was ich im Auto höre. Manche habe ich schon 50 Mal gehört. Und immer wieder hörst du was Neues, dann kannst du, wenn du früh unterwegs bist, kannst du unendlich viel Wissen aufnehmen, ohne, und um das geht es, Freizeit wegzukürzen. Weil wir sollen ja nicht an unserer Freizeit kürzen, sondern wir sollen unsere Zeit einfach nur besser einteilen. Und da sind Hörbücher eine sehr, sehr gute Geschichte. Kannst bei Audible holen oder verschiedene Sachen, heißt das da in physischer Form. Und kannst einfach Hörbücher hören, während du unterwegs bist. Auch im Sport, sehr, sehr cool. Und ich habe es beim Lesen schon gesagt, Blink ist es da, super. Ich habe keinen Affiliate-Link, ich empfehle es einfach, weil ich es einfach mega finde. Wo ich während dem Training die Möglichkeit habe, mir zwei Bier herauszuhören und die Kurve Sound auch noch hören, wenn es ans Eingemachte geht. Und das macht natürlich über einen längeren Zeitraum, macht das einen riesen Unterschied, was für Wissen oder was für Informationen kommt da rein. Ist der neueste Krimi oder ist irgendwas, was mir meine Ziele näher bringt? Also deswegen mach dein Auto oder wenn du öffentlich unterwegs bist, dein iPod zur fahrenden Universität und zieh dir da die Sachen rein. Top-Tipp des Jahrtausends und bevor irgend der Erste aufschreit, natürlich kosten Seminare Geld, natürlich musst du da Freizeit opfern, weil sie in der Regel am Wochenende sind, aber mein Tipp ist, besuch einfach 3-4 Seminare pro Jahr. Wenn du Networker bist, habt ihr von der Firma Kickoff Convention und so sicherlich nur irgendwas, aber besuch extern auch noch ein paar Sachen. Und wir weiß ich, welcher Trainer mir taugt. Die haben alle so viel Free Content mittlerweile auf YouTube, auf irgendeinem Podcast, auf irgendeiner Social Media Kanäle. Da kannst du schon mal vorselektieren und dann geh halt einfach mal auf ein Tagesseminar oder auf eine Keynote von dem jeweiligen Speaker. Es kochen alle gerade mit Wasser. Die Wahrheit ist am Ende immer die Wahrheit, egal wer es verzeiht. Und deswegen, die Top-Leute haben ähnliche Inhalte. Deswegen sucht da jemand aus, der wo dir von der Art und Weise, wie er präsentiert, einfach zuträglich ist und vor allem, der wo in dem Bereich, wo du hinmachst, schon eine Kapazität ist. Weil das ist der einfachste Weg, geh da hin, statt dir 100-mal hintereinander blutige Nasen zum holen und zum probieren, wie es das machen kannst, geh einfach irgendwo hin, wo jemand ist, der wo das schon erreicht hat, was du haben möchtest, und kauf dir sozusagen sein Wissen. Und das ist, ich habe es bei den Büchern schon gesagt, also nicht von irgendjemand, sondern von jemand, der wo in dem Bereich top ist und das erreicht hat, was du erreichen möchtest, weil der kann dir den Weg aufzahlen. Und am Ende des Tages wird sich deine persönliche Entwicklung und deine finanzielle Entwicklung, umso mehr es steigt, beides ansteigen. Es geht um deinen persönlichen Prozess und umso weiter der fortgeschritten ist, umso mehr Geld wirst du automatisch verdienen, umso mehr Geld, das du hast, umso mehr Möglichkeiten, umso mehr Freiheit hast in dem System, wo wir leben. Deswegen geh unbedingt auf Seminare. Tipp Nummer 4 ist, schreib dir deine Ziele auf. Nur wenn du deine Ziele kennst, hast du einen Punkt, der wo dich antreibt. Und ich lade dich dazu ein, positiv zum Denken und groß zum Denken. Weil große Ziele eine viel stärkere Anziehungskraft auswirken auf dich, wie kleine Ziele. Und wenn du wirklich was machen möchtest, ob es im Network ist, ob du Online-Marketer bist, ob du Affiliate-Marketer bist, ob du ein eigenes Unternehmen aufbauen möchtest, eine eigene Brand aufbauen möchtest, es ist immer das gleiche Prinzip. Brauchst du in den Phasen, wo es nicht läuft, wo es nicht ballert, wo nur Herausforderungen kommen, wo du glaubst, oh, ich komme nicht wirklich weiter, brauchst du ein großes Ziel, wenn du an das denkst, was du sagst, yes, es ist wert. Es können deine Kinder sein, es kann dein perfektes Leben sein, was du dir damit finanzieren kannst. Es kann Möglichkeiten sein, es kann sein, dass du Hilfestellung geben kannst, dass du spenden kannst oder je nachdem, was dich triggert, such dir auf alle Fälle was, was so groß ist, dass dich auch treibt. Und ich gebe dir einen Tipp, wie du das rausfindest, ob dein Ziel groß genug ist. Dein Ziel muss so sein, wenn du dran denkst, dass du es erreicht hast, muss der eiskalte Buckel runterlaufen. Und du darfst aber nicht sicher sein, dass du es easy erreichst, sondern sagst, okay, das ist wirklich was, da darf ich mich strecken. Einerseits musst du die Freude erregen, andererseits musst du einfach Angst haben, ob du das jemals schaffen kannst, dann hat es die richtige Größe. Also definier dir ein Ziel und schreib es auf.
Weil viele Leute sagen dann so, ja, ich weiß eh, was ich will. Wenn du das nicht aufgeschrieben hast, und am besten schreibst du das immer und immer und immer und immer wieder auf. Ich habe das über Monate lang, jeden Tag vorm Einschlafen, habe ich meine Ziele wieder aufgeschrieben. Und immer detaillierter. Und irgendwann waren es 4 Seiten, habe ich jeden Tag 4 Seiten geschrieben, bis so tief drin war, mich so triggert habe. Und es hat mich auch durch die schwierigen Phasen durchdrungen. Und ich habe keinen Zweifel gehabt, dass ich meine Ziele erreichen werde. Ich habe nur noch nicht genau gewusst, wie und wann. Und das ist ganz, ganz wichtig. So erreichst du alle deine Ziele. Dann ist ein Punkt, ist Autosuggestionen. Und da, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich kaputt gelacht, wo ich das erste Mal gehört habe. Stell dich vorm Spiegel hin, schau rein und sag zu dir irgendeine positive Affirmation. Dann habe ich gedacht, ja, freilich, wie im Kindergarten. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich die Sachen, was extrem viele erfolgreiche Menschen machen, dass ich das durchziehe. Und ich habe es gemacht, ich habe mich vor den Spiegel hingestellt, ganz nah, du schaust dir direkt in die Augen, quasi direkt in deine Seele, direkt in dein Unterbewusstsein rein und sagst zum Beispiel, ich bin ein Gewinner, ich bin ein Gewinner, 10 Mal hintereinander. Und da sagst du dir verschiedene Autosuggestionen raus, da gibt es ja unterschiedlichste. Und am besten ist, das ist irgendwas, wo du oft gehört hast, dass das nicht kostet. Zum Beispiel, in unsere Breitengrade ist Verkaufen negativ belegt. Und da haben wir gehört, ja, wir sind keine Verkäufer, jetzt sind welche, wo einer übers Ohr zeigen. Also du bist schlecht belegt zum Thema Verkaufen. Du startest jetzt im Vertrieb oder möchtest dir ein Network was aufbauen. Im Übrigen ist jeder von uns Verkäufer. Wenn du schon mal einen Partner gehabt hast, hast du die verkauft. Wenn du deine Kinder verkaufst, hast du ins Bett gemessen. Wir sind alle Verkäufer. Dann kannst du zum Beispiel sagen vom Spiegel, schaust dir in die Augen rein und sagst dir, ich bin ein hervorragender Verkäufer oder ich bin ein Spitzenverkäufer, ich bin ein Spitzenverkäufer. Probier es gerne mal im Anschluss von dem Video aus. Und am Anfang, wenn du dich so anschaust, kommst du dir wirklich doof vor. Aber umso öfter, dass du das magst und umso mehr Energie du reinsteckst und umso mehr, dass du das glaubst, dass das möglich ist, umso mehr löst es in dir aus. Also Autosuggestionen extrem wirkungsvoll. Ich habe das ein Dreivierteljahr am Stück gemacht, morgens und abends, 10 Minuten. Da so 10 Autosuggestionen gehabt, die habe ich mir immer reingekämmert. Und ich mache es heute noch fast täglich, wenn ich irgendwo ein Problem habe. Jetzt habe ich schon so viele Präsentationen gemacht, aber wenn es eine wichtige ist oder eine besondere ist, dann bin ich auch noch leicht angespannt. Und dann hocke ich oft im Auto, aber nicht weiterverzeihen und schaue in den Spiegel rein und sage, du bist ein hervorragender Redner. Anselm, du bist ein hervorragender Redner. Du bist ein begeisternder Redner. Du bist ein begeisterter Redner. Und das sage ich, Baumann, es löst in mir so heftige Gefühle aus und dann gehe ich rein und mache eine fette Präsentation. Also Autosuggestionen, ein bisschen ungewöhnlich, aber extrem wirkungsvoll. Und der durchschnittliche Mensch hat bis zu seinem 18. Geburtstag über 100.000 Mal gehört. Du bist groß. Du bist klar, du bist schier, du bist blöd, du bist schee, du bist irgendwas. Das ist dumm, das kannst du eh nicht, wir sind die einfachen Leute, wir sind für das nicht gemacht, Geld verdirbt deinen Charakter und lauter solche Negativsuggestionen. Und das Ziel von Autosuggestionen ist, dass du es positiv formuliert machst und mit richtig Emotionen, fake it until you make it, du tust schon so, wie es war und sagst es da so oft, um das Negative zum Überlagern, bis du wirklich glaubst, du bist ein Gewinner. Und das bist in Wirklichkeit da, sonst warst du gar nicht auf der Welt. Also, wir haben gehabt, lesen statt glotzen. Wir haben gehabt, mach dein Auto zu einer rollenden Universität. Wir haben gehabt Seminare, wir haben gehabt Ziele aufschreiben. Wir haben gesagt, Autosuggestionen. Und Tool Nummer 6 ist folgendes. Und das ist extrem mächtig, ist mir am Anfang aber auch nicht gut gelungen. Ich empfehle dir da, dass du da ein Musikstück nimmst, auf das, wo du total abfährst, das, wenn du hörst, wo du alles einreißen kannst, weil du so eine Emotion kriegst. Bei mir ist das ein ganz ruhiges. Und da bin ich einfach drauf gegangen, oder? Wenn ich das her im Studio und das Lied losgeht, dann kann ich beim Laufband 10 km/h plus drauf, da kann ich links und rechts Gewicht drauf, da ohne Ende, weil ich da so eine Kraft entwickelt. Und deswegen ist wichtig, dass du eben auch im Vorfeld deine Ziele definiert hast. Vielleicht magst du ein schönes Vision Board, habe ich auch ein Video auf dem Kanal, magst du ein schönes Vision Board und du schaust das Vision Board da und gehst direkt, magst die Augen zu, hörst den Track und gehst direkt in die Emotion rein und lässt während des Tracks visualisierst du dein Ziel. Und ich visualisiere seit knapp 3 Jahren genau das Gleiche und es wird im Januar beim Kickoff in Wales wird es der Fall sein.
Und zwar, dass ich auf Bühne gehe, dass ich mir das Abzeichen halt für den letzten Karriereraum, dass die Leute nicht so auf eine Ego-Tour, sondern dass mein Team da ist, mit denen, wo wir es gemeinsam gemacht haben, meine besten Freunde, alle, die mit mir gestartet sind, dass wir das gemeinsam feiern. Und am Anfang war es so, ich bin immer wieder, wie beim Meditieren, immer wieder hat mein Hirn so laut dazwischen geredet, immer wieder bin ich rausgekommen, immer wieder, ja, habe ich es mir gar nicht so vorstellen können. Und das habe ich jeden Tag gemacht, jeden Tag, ein, zweimal. Mein Track dauert 3,21, immer wieder bin ich in die Emotion reingegangen. Noch am dreiviertel Jahr war das so, ich bin auf dem Laufband gelaufen mit offenen Augen, Studio war voll, wenn der Track gekommen ist, habe ich mit offenen Augen wie einen Film ablaufen lassen können. Und ich habe schon gespürt, wie stickig das da drin ist, die Emotion gespürt. Es ist immer mehr Realität geworden. Und ich weiß, der ein oder andere sagt, ja, das ist schon ein gescheiter Bullshit. Du musst es mir nicht glauben und ich empfehle dir sogar, dass du nichts glaubst, auch mir nicht, aber dass du es überprüfst. Und nicht auf einmal, nicht auf zweimal, sondern einfach mal auf zwei, drei Monate. Dann wirst du sehen, was das für Anziehungskraft, dein Ziel, du visualisierst das, du stellst es dir schon vor. Alle Profisportler machen das. Viele Rockstars machen das, bevor sie auf Bühne gehen, visualisieren es, wird zum Schluss die Leute klatschen, weil sie immer noch so die Hosen voll haben. Das Visualisieren ist so ein mächtiges Tool und ich lade dich ein, dass du das probierst. Aber generell, dass du mal mit ein, zwei Sachen, von denen ich startest, ich habe damals alles auf einmal gemacht. Das ist mir nicht leicht gefallen, das zu integrieren. Aber ich darf dir jetzt empfehlen, start mal mit ein, zwei Sachen. Mach das mal im Monat und nimm nochmal eins dazu. Mach das so lange, bis du das integriert hast. Und so kannst du in einem Jahr dein ganzes Leben tauschen in alle Bereiche. Das darfst du mir glauben. Ich hoffe für dich, dass du das testest, weil ich weiß, dass du die gleichen guten Ergebnisse kriegen wirst wie ich. Und ja, schau einfach, dass weiter on the road bist, dass deine Entwicklung weiter vorantreibst und das sind einfach 6 geile Tools, die wir dich dabei unterstützen können. Ich hoffe, es soll ein Mehrwert sein können, das Video. Lass einen Daumen da, wenn du das noch nicht gemacht hast, abonniere den Kanal. Hey, Support ist kein Mord, verzeih es einmal ein bisschen weiter, teile es mit deinem Team und wie immer habe ich ein paar Schmankerl in der Beschreibung versteckt. Ich freue mich aufs nächste Video, mach's gut und ciao.